Tag Leute, ich hoffe es geht euch gut. Es meldet sich der Cutter vom Loco-Kanal. Ich habe eine Frage an euch. Was ist der Unterschied zwischen einem Dummkopf und Luca? Richtig, es gibt keinen Unterschied, denn Luca hat nämlich bei diesem Video vergessen, die Tonspur von seinem Mikrofon aufzunehmen. Daher gibt es einmalig hier und heute einen Einblick in die Welt der Videoproduktionsrealität bzw. den Ton von der Kamera. Lol. Hoffe, es ist nicht allzu schlimm und ihr könnt uns vergeben. Wir wünschen euch dennoch viel Spaß mit dem Video. Tschüssi, bleibt immer die coolen Socken, die ihr seid. Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr 2022. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch und seid nicht ausgerutscht. Und? Ein Donkerfan. Wir reagieren heute gemeinsam auf dieses Video hier, in dem wir Logos erraten müssen. Hallo Leute! Hi! In diesem Video geht es darum, Logos zu erraten. Dabei werde ich dir aber nur einen Buchstabe des Logos zeigen. Oh! Okay. Das ist ja unmöglich, oder? Anhand des Buchstabens musst du dann erkennen, um welches Logo es sich handelt. Okay. Um ein Logo zu erkennen, hast du jeweils 10 Sekunden Zeit. Ich werde es eh schneller schaffen, denke ich. Obwohl es sich gerade noch ziemlich unwahrscheinlich anhört. Nummer 1. Was ist das für ein Logo? Ich würde sagen Amazon, oder bin ich dumm? Die haben auch so einen Haken. Danone, oder? Diese Joghurtmarke oder Milchprodukt oder generell, oder? Danone, glaube ich. Hast du es gewusst? Es ist das Logo des Lebensmittelkonzerns Danone. Verarsch mich nicht. Heißt es Danone? Ich dachte, das wär Englisch. Danone oder irgendwie so wie DAZN oder so. Oh Gott, scheiße. Nummer 2. Wie sieht's mit diesem Logo aus? Nivea. Wahrscheinlich heißt es auch nicht Nivea, sondern Nivi oder... Keine Ahnung, aber Nivea kommt aus Hamburg, glaube ich, oder? Hast du es erraten? Es ist das Logo der berühmten Nivea-Creme. Nivea. Okay, das haben wir. Nummer 3. Was ist das für ein Logo? Das ist Coca-Cola. Okay, ist doch ziemlich easy, wenn man nur einen Buchstaben sieht. Aber ich dachte, man muss das jetzt nicht in der Logo-Form erraten. Wisst ihr, wie ich meine? Bist du drauf gekommen? Es ist natürlich das Logo der weltberühmten Coca-Cola. Das habe ich auch schon mal gedacht. Coca-Cola braucht gar keine Werbung mehr. Jeder kennt das. Nummer 4. Wie sieht's mit diesem Logo aus? Kellogg's. Also Kellogg's hat ja einzelne Produkte noch. Die brauchen schon noch Marketing. Aber Coca-Cola? Ich schwör's euch, wenn ich die wäre, ich würde einfach 10 Sekunden Werbung buchen, wenn man Marketinggeld rausballern will, nun mal. Und dann einfach nur Coca-Cola-Logo einblenden. Jeder würde sich denken, hä? Hakt mein Fernseher, blabla, einfach 10 Sekunden Coca-Cola-Logo, da wird jeder drüber reden. Beste Idee ever! Wieso sind wir da nicht selber drauf gekommen? Da merkt man ja, dass ich Marketingmanagement studiert habe, ne? Oder man merkt es eben nicht, weil das noch nie irgendein Unternehmen gemacht hat. Hast du es gewusst? Es ist das Logo der Kellogg's Cornflakes. Kellogg's Cornflakes. Denen gehören ja auch so viele Marken, ne? Krank. Nummer 5. Welches Logo ist das? Twitter. Es ist natürlich das soziale Netzwerk Twitter. So, nutzt gefühlt kein Mensch mehr, den ich kenne, aber Twitter. Nummer 6. Wie sieht's mit diesem Logo aus? Da haben wir doch Amazon. Ey, ich find's halt so traurig, dass Amazon wirklich so krass den Einzelhandel kaputt macht, ne? Aber ich bin auch ganz ehrlich, der Einzelhandel ist irgendwie selbst schuld, weil Amazon macht's nun mal einfach richtig krass gut. Hast du es gewusst? Das ist natürlich das Logo vom größten Online-Händler der Welt, Amazon. Schon krank, was Jeff Bezos da sich aufgebaut hat, ne? Irre. Nummer 7. Welches Logo ist das? Ich. Wenn Danone noch nicht da gewesen wäre, hätte ich auch Danone gesagt. Also, was ist das? Disney? Oder Duff? Ich glaube Duff eher, oder? Weil Disney wird ja nicht hinkommen mit den Dings. Hast du eine Idee? Es ist die Kosmetikmarke Duff. Ziemlich viel Kosmetik heute, ne? Obwohl, es ist erst das zweite. Nummer 8. Welches Logo ist das? Ist ein Teller, oder? Kann es sein, dass du dumm bist? Nee. Doch? Nee. Warum ist denn hier so ein Apostroph? Das muss doch ein Teller... Nee. Nespresso? Nespresso, irgendwie... Nespresso, Nesquik, irgendwie sowas in die Richtung. Hast du es erraten? Es ist die Kaffeemarke Nescafé. Ich gebe mir einen halben Punkt. Es ist alles von Nestle. Nescafé, Nespresso, bla bla, Nescafé, Alter, scheiß drauf. Nummer 9. Wie sieht's mit diesem Logo? Sony. Merkt man, dass ich viel PlayStation zocke? Bist du drauf gekommen? Es ist der Elektronikhersteller Sony. So, kommen wir jetzt zum letzten. Allerdings habe ich noch ein zweites Video vorbereitet. Nummer 10. Welches Logo ist diesmal gesucht? Sorry, aber ich glaube, das weiß jeder. Auch wenn ich ungern zugeben würde, dass ich es kenne. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare, was hier noch für zwei Buchstaben fehlen. Kommen wir nun allerdings auch schon zum zweiten Video, auf das wir heute in diesem einen Video von mir reagieren werden. Und zwar finde heraus, ob du ein fotografisches Gedächtnis hast. 5 Sekunden später. Anschließend hast du 10 Sekunden Zeit, dir die Logos genau anzusehen und zu bestimmen, welches Logo echt ist und welches bearbeitet wurde. Nummer 1. Wir beginnen mit einem einfachen Logo, was die meisten von euch kennen werden. Also ich glaube, da weiß jeder, dass es das hier natürlich ist. Hast du es erraten? Hier ist die Lösung. So, links richtig. Ist zwar meine Facecam gerade drüber, aber ihr seht ja dann anhand hiervon, was halt richtig und was falsch ist. Die Sache ist auch, es heißt nicht Adidas, sondern Adidas eigentlich, weil der Typ, der das gegründet hat, heißt Adi Dassler.
Ja, was gelernt mit Luca. Ich werde später dieser Onkel am Familientisch sein, der seinen Enkelkindern einfach nur irgendeine Scheiße. Enkelkinder? Cool sein. Nummer 2. Dieser Pizzabringdienst wird in Deutschland immer beliebter. Welches Logo ist das falsche? Domino's wird immer beliebter. Ich würde sagen, das rechte ist das richtige. Aber das auch nur aus dem Grund, weil vorhin das linke das richtige war. Kennt ihr das, wenn ihr in so einer Multiple-Choice-Aufgabe in einer Klausur sitzt und dann euch denkt, wartet mal, keine Ahnung, aber vorhin war A richtig. Das heißt, jetzt kann nicht A richtig sein. Wisst ihr, wie ich meine? So gehe ich gerade vor. Hier ist die Auflösung. Perfekt. Komplett mit der falschen Taktik reingegangen. Bei diesem deutschen Autobauer wird es schon etwas schwieriger. Ey, weiß-blau oder blau-weiß? Es ist ja, ja, man muss an Bayern denken. Das heißt, rechts müsste, glaube ich, richtig sein. Ja, auch weiß-blau, blau-weiß. Aber ich hast du es geschafft? Sicher. Hier ist die Auto. Kein Plan, wie Bayerns Flagge ist, Alter. Ich dachte einfach nur wieder, wenn zweimal links richtig war, dass jetzt rechts richtig sein muss. Ey, das kann doch nicht sein. Jetzt muss rechts richtig sein. Nummer 4. Diese Suchmaschine kennt jeder von euch. Aber welches Logo ist das richtige? Also das Einzige, was anders ist, ist, dass das hier umgekehrt ist und das hier ist gelb, rot anstatt gelb, wie hier. Es ist definitiv das rechte. Google hat zweimal rot drin. Zu 1 Million%. Hast du es erraten? Hier ist die Lösung. So, ey, ich bin jeden Tag auf Google. Das weiß ich auf jeden Fall. Nummer 5. Auch dieses Logo wird vielen von euch bekannt sein. Boah. Doch welche Farben sind korrekt? Links. Doch, easy. Safe, das hier wäre immer blau und rot. Das hat mich nämlich immer getriggert, dass das irgendwie so direkt nebeneinander war, weil blau und rot nebeneinander. Hier ist die Auflösung. Nummer 6. Diesen deutschen Autobauer kennt jeder von euch. Aber erinnerst du dich auch an das Logo? Ja, das linke. Hier ist leer dazwischen. Und hier sieht man auch richtig, dass sie es hier nachgezeichnet haben. Es ist hundertprozentig das hier. Auch immer bei den Autos, müsst ihr aber darauf achten. Es ist hier nicht ist die das Lösung. Hier, ja. Nummer 7. Jetzt alles richtig. Diesen berühmten Eistee-Hersteller seid ihr bestimmt auch schon begegnet. Auch das linke. Welches Logo ist das richtige? Nicht nach rechts oben links rüber, das geht hier lang rüber. Das macht auch deutlich mehr Sinn, weil hier sind die Tropfen und das Blatt knickt hier ein. Das ist ja hier nicht der Fall. Hundertprozentig links. Hast du es gewusst? Hier ist die Lösung. Guck, richtig. Nummer 8. Ab jetzt. Dieses Auto würden sich bestimmt einige von euch gerne kaufen. Aber weißt du auch, wie das Logo aussieht? Ich glaube links. Hast du es geschafft? Hier ist die Auflösung. Ey, da habe ich noch nie drauf geachtet, ne? Das ist wirklich brutal schwer. Und auch wie die das hier umgedingst haben, ist halt auch krass, ne? Nummer 9. Dieses Logo haben viele in ihrem Küchenschrank stehen. Welches ist das richtige? Zu 2 Trilliarden% das obere. Nur das N hier war immer schwarz und der Rest war immer komplett rot. Hier ist die Auflösung. Ja. Ey, ich liebe Nutella. Dieses Logo finde ich besonders schwer. Weißt du, welches das Original ist? Ich sehe nicht mal einen Unterschied. Ah doch, der Schwanz, ne? Doch, das rechts. 100% das rechts, ja. 1 Million%, ja. Hier ist die Auflösung. Bei Autos könnt ihr mich nicht toppen. Bei Autos und Süßigkeiten kriege ich alles raus. An der Stelle würde ich das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine lieben Freunde. Welche Logos bzw. Marken davon konntet ihr nicht erraten? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich konnte ja fast alles erraten. Außer zum zweiten Video, da habe ich ein bisschen reingeschissen. Aber, meine lieben Freunde, wenn ihr weitere von solchen Videos hier sehen wollt auf meinem Kanal, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert diesen Lukschuh-Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt. Auch jetzt im neuen Jahr werde ich hier weiterhin aktiv bleiben. Weiterhin werden hier Reactions und dumme kurze Videos kommen. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall hier ab und zu vorbeizuschauen. Folgt mir auf Instagram @laserluca, folgt mir auf TikTok @laserluca, folgt mir auf meinem Hauptkanal @laserluca, folgt mir auf SchülerVZ @laserluca, folgt mir auf Knuddels @laserluca, folgt mir auf OnlyFans @laserluca.